Veganismus gewünscht, Freunde. Das ist uns wichtig im Herzen, Herzensangelegenheit von uns. Mhm. Und angeblich hat das Y-Kollektiv eine Doku zur militanten Veganerin Ehrenfrau gemacht und die ist schmerzhaft. Verstehst du das? Dann tut's dir im Kopf weh, sagt der. Einfach, Kevin hat ein Video gemacht. Olli. Der geile Sau. Und der gucken wir mal. Den gucken geile mal ein. Sau, der Kevin. Erzähl mal. Statement vorab. Ich lebe nicht vegan. Ja, es ist eine Schande. Ja, nee, dann bin ich raus. Dann hat seine Meinung, seine Meinung ist mir scheißegal ab jetzt. Kai, sehr ruhig. Erst Kai. Mal vegan, dann können wir reden. Kai. Vorher ist mir das Rotz egal. Das ist doch alles Rotze hier. Kai, so beruhig eine dich. Scheiße. Beruhig dich. Ich lebe auch nicht vegan. Digga, ich höre mir doch die Scheiße von dem nicht an, wenn der nicht vegan ist. Weißt du, vorhin noch Tierleid auf dem Brot gehabt und mir jetzt was erzählen wollen hier, von wegen, die übertreibt. Der soll erstmal gucken, wie er das macht. Du übertreibst gerade. Nee, ich übertreibe überhaupt nicht. Das ist nur untertrieben. Ich bin die Ruhe in Person. Also Leute, er meint das eigentlich meme-technisch. Ich glaube, manche verstehen das nicht bei ihm. Es ist wirklich, du übertreibst. Du tust das, als ob das ernst. Und da wir das schon geklärt haben, gibt es nun eine neue Y-Kollektiv-Doku zum Thema Veganismus. An und für sich würde ich das noch nicht mal als schlecht oder extreme Scheiße bezeichnen. Jedoch gab es dort auch einen Beitrag zur militanten Veganerin. Diese wurde mit in ihrem Leben gefilmt. Und holy shit, diese Frau hat sich ja wirklich gar nicht geändert. Und das ist schon hart, wenn man bedenkt, dass das hier unter anderem die früheren Clips von ihr waren. Solange du nicht vegan bist, bist du eine Tierschänderin. Und du kannst das von heute auf morgen endlich beenden, sagt's mal jemand. Einfach. Solange du nicht vegan lebst, bist du erstens unreifer als diese drei hier. Und noch viel wichtiger, bist du im Endeffekt ein Tierschänder. Absolut. Bist du schon vegan? Ja. Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön. Oh. Schönes veganes Leben wünsche ich dir. So, nämlich. So einen Moment so auf die Eier, ne? Wenn, dann ist sie sogar jetzt noch radikaler und unangenehmer geworden. Und welche Ausmaße das annimmt, das beleuchtet. Ja, aber warum? Warum denn? Es ist ja das eigentliche Ding hier reden? Ja, hau raus. So, damit macht ihr Geld. Ja, klar. Ich kann natürlich sowas auch immer nur sehr schwierig ernst nehmen, wenn die Leute ihr Geld damit machen und das später dann auch noch mit OnlyFans zu promoten. Und sie weiß ja auch, umso extremer sie wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass Alpha Kevin ein Video macht und dann sogar die Backseat Boys reagieren. Ne? Und die Reichweite, die schmeckt. Die schmeckt so gut wie ein schöner Big Tasty Bacon mit Doppelsoße und Doppelfleisch. So gut schmeckt das. Ja, geil. Ja, deswegen ist das gleich so. Etwas näher. Ich meine, genauso wie bei den Ehrenmacher Snox, der jetzt wohl die größere Attraktion für euch hat, die man gefühlt haben kann. Denn ab sofort bekommt ich ihr bis zum 3. November nur über kann meinen sein? Link bis zu 50% Rabatt. Ich glaube schon. Ja, das sieht gut aus. Ich habe natürlich keine Unterhose jetzt an. Mit dem Code AlphaKevin5 spart ihr darauf. Aber wenn du jetzt für AlphaKevin5 benutzt, dann hast du 5% Rabatt. Wie die meisten schon wissen, nutze ich die Produkte von Snox schon seit Anfang des Jahres. Und dafür, dass ich die Socken sind Unterhosen täglich trage, bin ich unglaublich zufrieden damit und kann euch die Sachen nur wärmstens empfehlen. Egal ob bei Mann oder bei Frau. Denn Leute, bei Reaction, man gibt etwas keine dabei. Werbung. Das macht man. Ja, ich möchte da auch nochmal meine Zufriedenheit bei den Snox-Unterhosen betonen. Ne? Eventuell melden die sich auch mal bei uns. Ein persönlich größtes Upgrade sind aber definitiv Und wie gesagt, es gibt keine Werbung bei Reaction. Das macht man. Aber meine sind nicht L. Auch keinen störenden Zettel in der Hose meine haben. Sind dazu auch nichts. Ich habe XL. Die Qualität ist wirklich top. Außerdem XL? Besteht ein halber kleiner Schrank mittlerweile aus den Socken von Snox. Ja, einen süßen Arsch habe ich. Und was soll ich sagen, auch diese trage ich jeden Tag und bin wirklich happy damit. Gutes Design, rutschfest und sie besteht auch aus Baumwolle. Besonders nice finde ich persönlich sogar die 6-monatige Anti-Look. Ich meine, ist ja okay. Ne? Es ist eine Werbung und so. Es gibt aber bestimmte Punkte, die man ansprechen muss. Ja, ja, genau. Aber es ist halt so witzig, wenn da jemand so über Socken redet und so, ja, perfekte Sitzform, rutschen nicht. Ja, weiß nicht, was kauft ihr denn sonst so für Socken, dass die ständig rutschen und so? Also meine rutschen ab und zu mal runter. Ach, meine nicht. Zumindest ich wüsste es nicht. Würde ich gar nicht merken, als ob ich das merke. Meine Socken rutschen. Doch, garantiert. Bedeutet, wenn eure Unterwäsche in den ersten 6 Monaten ein Loch haben, oh dann schickt Gott euch Snox ganz easy und entspannt einen Ersatz. Und außerdem ist es so, dann sind die mir einen Ersatz schuldig. Weshalb ihr jetzt nicht unnötig ja, kannst du mal, weißt du Bescheid. Snox hätten wir ohne den jetzt, hätten wir ohne Alpha Kevin nicht gewusst. Egal ob für Männer, für Frauen, ob für alt oder jung. So haben Tina und ich mittlerweile auch die Rucksäcke von Snox. Und ungelogen, neben dem Design ist der Rucksack auch mega pragmatisch und nice. Da passt wirklich viel rein. Hammer. Der Rucksack sieht wirklich einfach nur sick aus. Und
auf Snox. Kommt der ja, ich zieh raus. Wenn du mit dem rausgehst, ne? Egal, du kriegst die alle. Und all können wir euch die Produkte einfach nur empfehlen. Deshalb checkt jetzt unbedingt den 50% Rabatt-Sale in der Beschreibung ab. Dort findet ihr den Link. Mit dem Code AlphaKevin5 spart ihr, wie gesagt, 5% nochmal on top oben drauf. Und wenn die Aktion vorbei sein sollte, dann könnt ihr jederzeit mit dem Code AlphaKevin20 20% bei Snox sparen. Ich bedanke mich an der Stelle bei Snox für die geile Zusammenarbeit und auch für die Treue. Absolute Liebe geht raus. Und nun würde ich sagen, machen wir weiter mit der Militanten Veganerin. Hier können wir mal den Drama jetzt kriegen. Genauso wie ich, dass die militante Veganerin mittlerweile kaum noch Reichweite hat und wenig stattfindet. Aha. Und vielleicht ist sie ja auch im Alter etwas ruhiger geworden. Das ist ja relativ natürlich. Gut, das ist jetzt bei Meppo nicht so der Fall. Und vielleicht ist es ja auch bei Raffaella nicht der Fall. Und leider muss ich euch auch diese Wunschvorstellung zerschlagen. Denn in der neuen Y-Kollektiv-Doku geht es direkt so hier los, sobald Raffaella eingeblendet wurde. Bist du bereit zu filmen? Ich mache eine Ansage. Okay. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Da drüben wird ein Fest der Liebe gefeiert und wahrscheinlich gibt es einen Hochzeitskuchen mit den Ausscheidungen von versklavten, ermordeten Tieren. Oh, da heiraten die gerade welche, oder was? Seine Hochzeit, sein Fest der Liebe mit Tod und Sklaverei an Tieren feiern. Nicht vegane Hochzeiten sind nicht okay. Nicht vegane Hochzeiten sind Gewaltakte, Todesrituale. Mein Name ist Armin Maivis. Nein, also Raffaella nimmt sich dort einfach einen scheiß Megafon und belästigt ein Hochzeitspaar, weil sie vermutet, dass das Hochzeitspaar nicht vegan lebt. Hat sie mal gefragt? Kann das sein, dass sie vegan leben? Was ist das, wenn es veganer Kuchen ist? Was macht sie dann? Es spielt gar keine Rolle. Ich sag dir jetzt einfach mal, wie es ist. Das würde nicht mal eine Rolle spielen, weil das macht auffallen. Man nicht. Man macht das einfach nicht. Nee, ja. Und was soll das bringen? Ne? Was soll das jetzt bringen? Das bringt, wie gesagt, der Sache bringt das ja gar nichts. Das ist ja offensichtlich. Hm. Es bringt nur ihrer Reichweite was, nur ihrem Geldbeutel, nichts anderem. Und um nichts anderes geht es hier. Und ich call das aus. Ich call das einfach das aus. Das Ding ist, die Message an sich ist ja okay. Ist vollkommen okay, verstehe ich irgendwo, bla bla bla. Alles gut. Okay, jeder kann für sich entscheiden. Ich finde es auch gut. Und man muss auf Fleischkonsum achten. All good. Aber, das habe ich auch schon öfters gesagt, und das Problem ist, dass solche radikalen Sachen die Leute, die man ansprechen will, zum Beispiel Wollo und mich, die nicht vegan leben, eher abschrecken. Und die Leute, die eh schon vegan leben, denken sich, oh ja, ne, Raffaella, die Klappe. Ich bleib dabei, ne, sowas bringt gar nichts. Vielmehr, wenn jetzt jemand vegan lebt und ab und zu einfach mal sagt, ey, hier, ne, ich lebe vegan, ich habe dieses vegane Produkt, das ist voll lecker, ne, könnt ihr ja mal testen, das ist richtig geil. Das bringt 100-mal mehr. Als wenn du den Leuten erzählst, dass die da gerade Tierleid essen. Ja, juckt mich nicht. Offenkundig juckt es mich nicht. Es ist mir scheißegal, Bruder. Gib mir halt Produkte, die gut schmecken und so, dann können wir drüber reden. Aber ansonsten, ich kann ja nicht aus meiner Haut raus, ne? Wenn es mich einfach nicht. Es ist mir egal. Ja, das Ding dir ist halt, es auch egal, Ricky. Ne? Du kannst es ruhig so sagen, es ist allen, die Fleisch essen, ist es halt einfach auch ein bisschen egal. Punkt. Ist es halt so. Ne, wenn ich genug Alternativen hätte, wahrscheinlich könnte man darüber reden und so. Ja. Aber sowas, so solche Aktionen schrecken mich eher ab, davor vegan zu werden. Die sagen eher so, oh nee. Das ist ja auch das warum das nicht funktioniert. Lieber aufklären statt radikal. Hm. Will man bitte sein, um den vermutlich schönsten Tag des Paares mit einer solchen Selbstdarstellung kaputt zu machen. Apropos Selbstdarstellung, wenn ihr mich fragt, dann ist diese Dame einfach nur so laut, um sich mit ihrem Verhalten ordentlich zu pushen, danke, ihre Kevin, Kanäle großzuziehen, damit sie ordentlich profitieren kann. Ob sie das jetzt wirklich ausschließlich des guten Zwecks macht, wage ich mittlerweile schon ein Stück weit zu bezweifeln. Ja. Ganz gut, genau, Bruder. Bruder, Amen. Und nach ihrer respektlosen Ansage an das Hochzeitspaar oder die Hochzeitsgesellschaft, stellte dann die Reporterin ebenfalls eine interessante Frage. Die feiern ja ihre Hochzeit und du stellst dich mit dem Megafon daneben. Hast du null Mitleid und Verständnis, oder? Ich habe Mitleid und Verständnis für die Tiere. Und das entspricht ja vollkommen der Wahrheit. Wenn die an ihrem Hochzeitstag mit Gewalt an Tieren feiern, dann ist es ja kein Tag der Liebe, sondern ein Tag der Gewalt. Und das sind nichts anderes als Todesrituale, dann ein großes Grillbuffet zu schmeißen. Also sie behauptet das einfach, weiß aber nicht mal, ob das bei diesem Hochzeitspaar so ist. Nichtsdestotrotz finde ich das absolut ehrenlos, wie sie sich permanent über andere stellt. Schaut her, ich bin Raffaella, ich habe hier das Sagen, ja? Deswegen kann ich euch auf die Nerven gehen. Aber nicht zu wissen, ob dort jemand vegan ist oder diese ganze Veranstaltung vegan abläuft und trotzdem so rumzuschreien, das ist absolut ehrenlos. Denn ja, für vegan
Veganismus und für Tierrechte sich aussprechen, ist ja gar kein Problem. Darf man super gern machen. Nur mit solchen Aktionen wird bestimmt niemand von der Hochzeitsgesellschaft so denken, ja, also die Alte, die hat mich angeschrien, oh, ich werde jetzt vegan. Go vegan. Kein Millimeter nach rechts und go vegan. So, Ricky, wer ist das? Wer ist das? Kannst du ich sagen, wer das Ahnung, ist? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Als ob du das nicht weißt. Tilt in Froste, ja, Bruder. Was geht? Ehrenmann. Tilt in Froste. Aber er sagt genau das, was wichtig ist. Die von der Hochzeitsgesellschaft, was ist das für eine doofe Kuh? Was will ja, die? Und was alle, ist das alle, die drumherum standen, das gesehen haben, denken sich das. Und alle, die diese Doku gesehen haben, denken sich das. Und das ist doch das, wovon ich rede. Es ist, wie gesagt, es bringt nur ihr was, es bringt der Sache nichts, es bringt niemanden was, es nervt nur. Es ist Traffic generieren. Es geht nur darum, Reichweite zu erzeugen, richtig? Ja. Es geht um nichts anderes. Und diese Reichweite soll auch eigentlich nur Geld erzeugen. Weil sie genau weiß, dass sie damit vegan, dem Veganismus nichts bringt. Ja. Dann weiß sie auch. Quasi. Ganz im Gegenteil, ich persönlich denke, dass die meisten davon eher abgefuckt waren, aufgrund des sehr nervigen Verhaltens von Rafaela Raab. By the way, Rafaela würde noch nicht mal bei einer Beerdigung eines Menschen davor zurückschrecken. Gibt es irgendeinen Moment oder irgendeinen Anlass oder so, wo du dich selber zurücknimmst oder deine Botschaft auch zurücknimmst? Wenn du jetzt so überlegst, wie wäre es mit einer Beerdigung zum Beispiel, wenn da gerade ein Leichenschmaus ist, würdest du dich da auch hinstellen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Es ist ja, man kann ja nicht, oh nein, er ist tot, nom nom, ich esse ein totes Tier. Die hatten genauso Familien, die trauern genauso. Also Rafaela schreckt da nicht davor zurück, weil ich laut die trauern jedes nicht Tier genauso gleichwertig ist. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, warum sie dann beispielsweise bei Spinnen Abstriche macht. Nur weil sie Karnivor sind, bedeutet das ja nicht, dass sie jetzt weniger Wert haben als eine Kuh. Schließlich haben Spinnen auch Gefühle, sind wichtig für die Umwelten für die Natur. Katzen, Löwen und generell auch Raubtiere sind ja ebenfalls Karnivor und bedeutet das, dass man die Tiere jetzt eher töten würde im Vergleich zu einer Kuh oder zu einem Schwein und dadurch weniger Mitleid empfinden müsste? Also ihr merkt, da passt doch irgendwas. Ja, das ist ich meine, sie würde sich für alle möglichen Tiere selbst bei einer Beerdigung eines Menschen stark machen und dort laut rumbrüllen. Aber wenn dann karnivore Tiere getötet werden, dann ist das weniger schlimm, weil die ja schließlich auch alle Tiere fressen. Obwohl das natürlich ist und das der Lauf des Lebens ist. Merkst du selber. Die militante Veganerin ist übrigens sogar der Meinung, dass ihr Geschrei zur Hochzeitsgesellschaft etwas bewirkt haben natürlich könnte. Natürlich! Das mit der Hochzeit eben war halt total plakativ, weil die Leute, die du da anschreist mit dem Megafon, die werden natürlich nie im Leben jetzt auf deiner Seite sein nach dieser Situation. Ne? Warum nicht? Also es gibt viele Leute, die haben Fotos gemacht, vielleicht sind schon ein paar dabei, die vegan sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann im Raum von 50 Leuten einer vegan ist, mittlerweile ist gar nicht mal so gering. Und der wird das dann vielleicht nochmal einordnen für seine Freunde und Familie und sagen, ja, okay, ich weiß, es war nervig, aber sie hat ja recht. Aber sie werden das nicht... Nee, sie werden sagen, guck dir mal die Verrückte an, die heute auf der Hochzeit war. Die haben jetzt Fotos gemacht, schicken das ihren Freunden und guck mal die Verrückte auf den Tickets an. Und die werden sagen, weißt du was, du bist genau so ein Opfer. Du bist genau so ein Opfer wie die. Verpiss dich, da ist der Ausgang. Nimm noch einen Burger mit vielleicht, wenn du Bock hast, aber ansonsten kannst du dich verpissen jetzt. So, es wirft nämlich nur ein schlechtes Licht auf andere Veganer. Ganz, nicht andersrum. Ne? Das ist nämlich... Das ist das Problem. Man hört direkt, Sache jemand nicht, ist vegan und du denkst sofort an diese Frau und bist abgefuckt. Ja, oh, weil toll. Veganismus ist ganz nicht toll. Veganismus ist gut, aber sie sorgt dafür, dass die Leute schlecht davon denken. Ja. Vergessen, sie werden wissen, dass das bei ihrer Hochzeit passiert ist und darüber wird gesprochen werden. Genau das ist Aktivismus. Nee, genau das ist Fame. Genau das ist Reichweite. Veranstaltungen reingrätschen, um Spuren zu hinterlassen. Das ist doch dieses tolle Miteinander, was wir brauchen, oder? Laut sein ist zwar Aktivismus, gar keine Frage, habe ich auch gar nichts dagegen, kann man super gern tun, wenn es wirklich eine gute Sache ist, aber jemanden die Hochzeitsstimmung zu vermiesen, weil man denkt, dass die nicht vegan leben, ist wirklich absolut bodenlos. Ja. Ich meine ja, man kann und darf sich gut und gerne für Tiere einsetzen und deren Rechte einsetzen. Das, was aber Rafaela dort macht, das ist schlichtweg empathieloser und respektloser Müll. Was ich auch heftig finde, ist, dass sie ihren Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abgebrochen hat, aufgrund des Themas Veganismus. Also ehrlich, als ich das gehört... Ich finde solche Sachen so wild, ne? Ich muss das einfach auch mal sagen. Ich finde das so extrem wild. Auch damals bei Corona fand ich das so wild, wenn ich von Leuten gehört habe, ne, dass die mit ihrer Familie gebrochen haben oder hätten, wenn sich Leute nicht geimpft hätten. Das ist auch... Ich meine, so, ich meine, ihr könnt das scheiße finden und so, wenn sich jemand nicht impft, okay, ne? Aber dafür mit der Familie brechen. Das ist schon wild. So, Digga, das sind Schritte, das sind so extreme Schritte. Das Ding ist, ich bin ja auch, ich lasse mich ja immer noch weiterhin jährlich, immer noch diese, ich mache ja halbjährlich Grippe und Corona. Grippe echt? Und immer noch. Ja, ich nichts. Ich gehe ja sowieso immer halbjährlich zum Lungenarzt und lasse ich immer gleich, bam, ne? Mhm. Ist ja auch egal. Kannst du machen. Aber zum Beispiel, Teile aus meiner Familie, die sind komplett dagegen. Die sagen, nee, ich möchte mich nicht impfen lassen. Ist ja auch vollkommen okay.
finde ich auch nicht schlimm, weil ich, ne, all good. So, aber das, dieses Brechen weiß ich nicht. Also das Familienbrechen hätte ich auch nicht gemacht. Es ist halt so, das ist auch oft, das ist wild. Das ist wirklich wild. Wild. Wirklich ein wenig traurig. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du ja auch so ein bisschen mit deiner Familie gebrochen. Also nicht nur so ein bisschen, ich habe keinen Kontakt mehr. Mhm. Ja, also meine Mutter und ich, wir hatten schon öfters so Auseinandersetzungen. Und als es dann darum ging, dass ich vegan bin und nicht nur vegan bin, sondern das auch kritisiere, wenn andere Leute Tiere ins Schlachthaus schicken, vor allem Menschen, die so tierlieb sind wie meine Mutter eigentlich. Und dann hat sie mich radikale Extremistin genannt und militant, dass ich angefangen habe, Aktivismus zu machen, ich soll doch die Leute in Ruhe lassen, ich soll nicht so geil fahren. Die weigert sich auch Dokumentationen über die Tierindustrie anzuschauen, die sagt, ich esse ja eh nur Bio. Nein, also um den Kontakt an sich ging es gar nicht mehr so. Es ging um die Art und Weise, wie sie dann auch mit mir umgegangen da ist, dahin zu. Sie hat mir an meinem Geburtstag gesagt, Raffaela, wenn du nicht aufhörst, über Veganismus zu reden, dann stehe ich auf und hole mir einen Burger. Also sowas brauche ich mir nicht von der eigenen Mutter anhören. Und ich sag dir ganz ehrlich, Katja, wärst du mit jemandem befreundet, der jeden Tag in seinem Keller Hunde quält, Hunde anzündet? Also, da möchte ich aber erstmal so sagen, ne? Ich bin mir fast sicher, auch wenn man sie jetzt so auch was viel von ihr mitkriegt, war das bestimmt nicht so, dass die Mutter das so plötzlich so aus dem Nichts, ne? Nee. Gab so gar nicht wahrscheinlich 3 Stunden vorher Monolog darüber, wie kacke und schlimm sie ist, ne? Sie der fürchterlichste Mensch auf der Welt ist. Das gab's natürlich vorher wahrscheinlich nicht, ne? Die hat einfach aus dem Stand dann so gesagt, widerlich, die Mutter, wirklich. Das ist ja wirklich. Ja. Weiß ich nicht, ne? Hätte ich gerne die ganze Geschichte. Haustiere quälen mit dem Essverhalten ihrer Mutter. Und meine Güte, ich verstehe, dass es für sie nicht leicht ist, dass ihre Mutter nicht vegan ist und dass ihr das auf die Nerven geht. Aber holy fuck, steh doch mal ein bisschen drüber. Es ist immerhin deine eigene Mutter, die dich jahrelang großgezogen hat. Und so wie es klang, war ja der Kontakt zu ihrer Mutter sehr lange sehr, sehr gut gewesen. Also das klang halt jetzt nicht wie eine Scheißbeziehung und eine absolute Scheißkindheit. Aber aufgrund der Haltung der Mutter vor ein paar Jahren wurde dann der Kontakt einfach abgebrochen. Imagine, du ziehst einfach dein Kind groß und das bricht dann den Kontakt mit dir ab, weil du weiterhin Fleisch isst und das Verhalten deiner Tochter als zu radikal empfindest. Crazy, was, ehrlich. Was man ja auch durchaus bei ihr ist auch nicht so weit hergeholt ist. Und gleichzeitig Aktivistin wurde. Aber gut, am Ende des Tages will ich gar nicht großartig reingrätschen, das muss sie selber wissen. Bedeutet aber, dass Raffaela wirklich heftig radikal ist und ich da auch der Mutter zustimmen muss. Und das, was ich hier sage, ist nicht mal im Ansatz übertrieben, denn Raffaela betonte das selber so ähnlich, dass sie einfach Leute wie ihre Mutter aussortiert. Das Ding ist, ich kann ja nicht einfach jetzt von jedem, inklusive meiner Familie, erwarten, dass sie meinen moralischen Ansprüchen genügen, obwohl sozusagen die Gesellschaft noch gar nicht so weit ist. Also wisst ihr? Natürlich kann ich das, besonders von Familie und Freunde. Wenn mich jemand an eine Geburtstagskarte schreibt, mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen und sich dann am nächsten Tag ein Schnitzel holt, dann ist das für mich Verrat, Betrug, das ist keine Freundschaft. Das ist okay, wenn mir das jemand schickt und mir am nächsten Tag nicht 1 Million zur Verfügung steht, dann ist das auch, dann ist das Betrug. Ist ein Arschloch. Betrug, dann ist das ist ein, dann eindeutig. Trenne ich mich hier, dann ist Schluss. Schluss ist. Aber sofort. Schluss. Das verstehe ich, da verstehe ich sie komplett. Das ist richtig, der hat völlig recht. Dass du nicht verstellen musst. Also sie bricht Freundschaften und Familienkontakte ab und begibt sich nur noch mit veganen Genossen. Das kann man jetzt natürlich machen und man könnte jetzt auch lobend sagen, dass es ja wirklich konsequent ist und das ist super. Aber ob das jetzt wirklich für ein tolles soziales Miteinander steht, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ja, aber gut, Raffaela steht ja auch dafür, die Gesellschaft da ein Stück weit zu spalten. Für mich ist das wirklich eine Art von Radikalität, mit der ich nur sehr schwer klarkomme. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Denn ich sag's euch jetzt einfach mal so, wenn ich jetzt eine gute Kindheit hätte, aufgrund einer sehr guten Beziehung zu der eigenen Mutter, dann würde ich doch schon aus Dankbarkeit wegen dem Thema Veganismus nicht direkt den Kontakt abbrechen, nur weil es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Da könnte man dann vielleicht auch mal Kompromisse eingehen oder vielleicht auch einfach drüber hinwegblicken. Wie gesagt, am Ende des Tages ist das auch die Entscheidung von Raffaela. Das muss sie selber wissen, ob sie damit gern klarkommen möchte. Schade finde ich das von außen gesehen, aber einfach dennoch. Ich habe mich jetzt auch hier in diesem Video mal nur auf den ersten Teil dieser Reportage bezogen. Es gibt auch noch einen zweiten Teil in der Mediathek vom ARD. Sollte der zweite Teil aber auch doch auf YouTube kommen, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Denn dort gibt es noch Beiträge zum Thema Veganismus und Rechtssein und was hat Feroz Khan damit zu tun. Schreibt natürlich gerne mal in die Kommentare, nicht, was ihr von der Konsequenz von Raffaela haltet. Findet ihr das gut, ist dass sie da konsequent sind zusammen, ist oder findet ihr das ziemlich kritisch? Und checkt unbedingt den Link in der Beschreibung ab. Digga, du kennst doch gar nichts. Das ist das nicht der von hier, dieses Axel Nordwest-Gedöns? Heißt der Kanal so? Gilt halt auch als
Ich hab's noch nie gesehen, aber gilt auch als rechtsradikaler Kanal. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil ich hab's nicht gesehen, aber gilt als das. Ne? Und sie hatte ja auch mal so einen Skandal, von wegen, dass sie da so gegen Transmenschen gehetzt hat auf dem Discord und so. Gab's ja auch. Das weiß sie ja. Ne? Muss ich dir ja nicht erzählen, das weißt du doch. Okay. Um bei Snorks 50% zu sparen. Wie gesagt, immerhin haben wir was über Snorks gelernt. Bekommt ihr nochmal 5% on top. Das war das Spannendste heute. Nach der Aktion definitiv. Könnt ihr selbstverständlich mit dem Code AlphaKevin20 weiterhin 20% bei Snorks sparen. Und hab damit ich. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und dir ist es so schön. Stänchen ans Wänkchen, euer AlphaKevin. Und ciao. Ja, Leute, das war... Gerne interessiert uns natürlich eure Meinung. Ne, ihr dürft auch natürlich gegenteilige Meinung zu unserer haben. Ah, bleibt nett, ne? Solange ihr nett solange ihr normal bleibt und dich wie die militante Veganerin, könnt ihr alles reinschreiben. Ansonsten fliegt ihr, kennt das, ne? Ihr kennt das Spiel. Ihr kennt das, ja. Der Button ist schneller, als ihr Hallo sagen könnt. Eben. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.